Basti, Basti, weißt du noch, die Football-Reihe bisher? Ja, das war, War wunderschön. es war echt schön. Bad Rock. Bad Bad Rock. Rock. Hallo F1 und willkommen zurück. zu Football. Kriegst du es hin? Ja. Aber ich glaube, ich habe da nicht mehr genug. Ich habe unten zwei Ich Leitern gelassen. raste dir einfach mal nach, ich versuch's zumindest. Das ist super. Ich Hä? krieg's nicht hin. Auch jetzt. Wir haben nämlich unseren Quarry ordentlich graben lassen. Im Vergleich dazu, man sieht es ja hier links oben. Oh, ja, doch, 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 das passt, das passt. Und, Sehr gut, sehr gut. ne, das hier war in der letzten Aufnahme und das ist in der jetzigen Aufnahme. Dementsprechend viel Zeug haben wir auch. Also wir wären quasi zugeschissen mit den Items, nicht wahr? Ja, das ist Ja. echt krass, das ist absolut krass. Und übrigens, vielleicht wird sich der ein oder andere, der sich nicht so richtig damit auskennt, wird sich gefragt haben, wieso machen die eigentlich das Ganze mit Wasser voll? Das hat folgenden Grund, und zwar der Quarry hört auf zu arbeiten, wenn er auf Lava stößt. Und das Wasser verwandelt ja Lava in Obsidian und dann baut eben unser Quarry auch gleichzeitig Obsidian ab, was ja auch immer schon wieder ganz, ganz, ganz schöne Sache ist. Ne? Ganz genau. Ja, und weil jetzt hier der Quarry nichts mehr zu tun hat, wegen Bedrock und so weiter, wollen wir den umsetzen. Und Genau. dazu will Basti, glaube ich, das Ding umsetzen, oder? Ja, wir werden das jetzt gen Ja. mehr machen, weil da stört es eben am wenigsten. Und Richtig. wer irgendwie Angst hat, dass hier jetzt macht die ganze Welt kaputt, wird alles wieder Richtig. zugemacht. Es wird alles wieder zugemacht, ist zwar Genau. richtig, aber es wird alles wieder dicht gemacht, damit hier die Landschaft wieder richtig schön aussieht. Ist ja klar. Da wollen wir aber erstmal warten, bis wir die Magie ein bisschen weiter erforscht haben, denn da gibt es irgend so ein tolles Gerät, womit man mehr Blöcke auf einmal setzen kann. Und Genau. ich mache das hier jetzt nicht offscreen so. Richtig. Das ist mir zu blöd. Ja. So. Oh, Da müssen wir naja. uns erstmal noch ein bisschen was Schönes entwickeln. Müssen wir mal Genau. gucken. Vielleicht weiß jemand von euch, wie das Ding heißt. Könnt ihr dann gerne uns mitteilen. Ich weiß es nämlich zum Beispiel nicht. Apropos gucken, man kann ja mal den Blick zu unserem Haus werfen. Ja. Und die Tentakel, die wir ansätzlich beim letzten Mal zu sehen hatten, ist jetzt tatsächlich zu einer nach vorne ragenden Tentakel geworden mit einem Teller obendrauf. Genau. Und jetzt sieht der Turm aus wie ein Koch. Also ziemlich. Oh, es gibt heute lecker frisches Das Essen. Am. Genau, und So auf dem sieht das Teller aus. soll dann zum Schluss so ein blauer Baum drauf. Der steht da hinten in die Richtung, wo ich Irgendwo jetzt im gucke. Westen. Den hatten wir schon einmal gesehen und den Genau. braucht man nämlich für Magic. Und da der Magier ja da oben drin rumhängt, Magic. Ja. werden wir den Sag Baum mal. eben da oben pflanzen. So, ich werde mal hier was abbauen. Ja, vorsichtig, ne? Wenn du. Ach so, genau das erstmal. Ich Oh, ich werde habe das nämlich. Werkzeug gar nicht dabei. Ich habe Welches? das Brauchst du den Soldering Soldering Iron? Iron habe ich gar nicht dabei. Den hab ich doch. Her, Kannst guck. nimm du einfach raus aus dem Ding. Komm, mach du mit Okay, einfach. ja. Weil man kann diese Dinger natürlich hier, Soldering Iron, boop, weg ist es. Wir haben übrigens Und selbst, euch wird es auch schon aufgefallen sein, dass wir einen kleinen Fehler gemacht haben. Und zwar, der Quarry arbeitet nicht schneller, weil wir drei da dran haben. Der arbeitet mit einem genauso schnell wie mit dreien. Aber das müssten wir halt auch erstmal herausfinden. wir haben hier übrigens ein paar Mehr. Verstärkungseinheiten, Ja. solartechnisch, weil wir halt zugeschissen werden mit. Warte mal kurz. Okay, nee, das muss ich. Wo hast du So? schon Oh ja. ausgebaut? Hier auch? Was bitte? Hast du hier auch das ausgebaut, Ich den habe Chip? überall ausgebaut. Bei allen drei Engines. Gut. So. Ich habe So. zwei eingesammelt. Was haben wir jetzt gesagt? Wo wollen wir jetzt hinbauen, den Quarry? Hier vor der Kerze? Oder wollten wir den direkt einfach nur umdrehen? Dass der hier quasi auf dem Goldenen steht. Das wäre auch möglich. Wir können den auch hier einfach umdrehen, dass der hier drauf Stimmt, wir und könnten in den den Süden einfach da guckt. lassen, wo er war. Genau, und dann nehmen wir das doch so. Das ist doch mal super. Hast du zufällig einen Adblock dabei? Ich habe keinen Adblock dabei. Ja, ach so, nee, du kannst ihn doch auf das Kabel stellen, oder nicht? Aber du musst von der anderen Seite ran, oder? So. Musst du nicht nach dort Nee, gucken? das ist egal. Ja? Ja. Sicher? Ja. Gut, okay, aber ich muss ja Bin den ich mir Schalter ziemlich sicher wegklopfen. zumindest. Genau, der Schalter muss weg.
Hab ich den jetzt? Weg. Den habe ich jetzt, ja. Der muss weg. Und ja. Die Leitungen müssen auch weg. Huch. Was, die Leitungen müssen weg? Achso, die Leitung, ja. Ich so. Baue hier einfach... schade, dann hätte ich ja den Engine drauflassen können. Das... Die Engine. Egal. Dem heißt es. Dem, das heißt dem, dem. Soll ich trotzdem zwei dran bauen oder reicht eins so weit? Nimmt... Ach hier, das wird ja schon... Bitte? Ach, nee, eins reicht, eins reicht. Ist, Moment. Achso, das ist ja eins weiter runtergebaut. Ach ja, fast. Verdammt. Nee, das war ja nicht... Ja, siehst du, ne, deswegen wollte ich dann nämlich einen Erdblock haben. Ja, dann stell den gleich mal hoch. Dann hau ich dir da Erde hin. Hopp. Hopp. So, ja, da. Super, schön. So, dann war das doch richtig. Flums. Warte mal, ich muss... Ach, ich baue den doch nochmal kurz ab. Ich mache das jetzt doch sicherheitshalber von der anderen Seite. Ja, okay. So. Ich weiß nämlich nicht, wie das funktioniert und ob. Na, Skorpion! Plump. Wie schön. So. Jetzt nur nicht hier abstürzen, weil in die Richtung würde ich sterben, ey. Höchstwahrscheinlich. Das wäre natürlich äußerst unpraktisch. Ärgerlich wäre das. So, warte, nicht drücken, weil nein, baut hier sonst unsere Solaranlagen. Oh nein, die habe ich doch extra gut gesetzt. Das sind die großen jetzt. Hast du die Markierung? Shit, nein. Ich auch nicht. Aber wir müssen sowieso noch mal ins Haus. Dann machen wir das doch so. Dann rennen wir kurz ins Haus. Genau, ich stell den Carpenter gleich mal hier auf, würde ich sagen. Weil wir müssen nämlich noch mal herkommen und dann stelle ich den Carpenter hier auf. Und die Engine hier und die Engine packe ich auch gleich da rein. Die Entchen. Die Entchen. Und dann hier gleich und wollen wir nach Hause? Ja, Moment, ich will hier noch mal ganz kurz... durch Güldene ersetzen. Das ist gut, das muss... Ganze. Ach so, da waren... Damit da ach so, die Güldenen. Ja, ja. Damit da ein bisschen Speed drauf ist hier. Ja, auf der Pumpe. Ich weiß gar nicht, ob wir... Doch, die MFEs haben wir beleuchtet das letzte Mal, nicht? Ja. So, dann geht es nach Hause. Ab nach Hause. Und da können wir euch auch noch ein bisschen direkt, was Neues zeigen. Direkt hoch? Hier. Ja, oder hier. Ich habe extra nochmal so eine Treppe gegraben. Aha. Ja, also wie bereits gesagt, ne, wir haben da schönen Teller oben drauf. Außerdem habe ich noch mal ein bisschen das Haus ein bisschen von außen verziert, sodass es jetzt eigentlich im Grunde genommen überall recht schick aussieht. Genau. Muss ich ja mir mal ein bisschen auf die Schultern klopfen. Ich bin und immer wieder begeistert. Und ich als Frau habe mir meine Küche eingerichtet und alles andere auch. Ich habe mich ein bisschen um die Inneneinrichtung gekümmert, wie zum Beispiel hier diesen Raum. Ich finde ja die Barrels mega gut, muss ich jetzt mal sagen. Ich nehme mir gleich mal auch so einen Iron Dingenskirchen dazu, weil den brauchen wir ja jetzt gleich. Ja, Dingenskirchen sind immer gut. Iron Soldering Iron. So, aber ansonsten hier all das, was man zum Leben braucht. Ja, man sieht hier auch schon, wie viele Stacks wir besitzen. Und hier unten geht es natürlich noch brutal weiter. Das ist mega gewesen, was hier abging. Hier Diamanten allein. Alter, Alter, ja. Das ist einfach aber, nicht zu fassen. Nochmal hier die Shards. Alles ist, hier. Und mittlerweile haben wir sogar... die ganzen Barrels sind voll mit Cobblestone, 64x64 Stacks und so weiter. Deswegen habe ich hinten einen kleinen Mülleimer quasi gebaut. Sprich, ja, Cobblestone und Erde wird hier unten vernichtet. Genau. Braucht ja kein Mensch, das Zeug. Richtig. Ich finde die Bilder übrigens super schön. Apropos Bilder, wenn ihr uns irgendwas Schönes malen wollt, also irgendwas Schönes, was hier irgendwie so in die Welt passt, dann würden wir das ins Texture Pack einarbeiten und dann gibt es wahrscheinlich einen Fanroom sozusagen oder sowas. Und dann hängen wir eure Bilder hier in diesem wunderschönen Let's Play auf. Hier ist noch keine Tür. Stimmt, wir haben noch... Oh, die mache ich mal schnell. Mach mal schnell. Ich glaube, es wird auch dunkel. Komm, das hier gehört auch zum Texture Pack, ne? Finde ich super. Rot symbolisiert mich. Blau symbolisiert Basti. Rot mich. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Ja, habe ich dir noch nicht verraten. Das wollte ich jetzt machen. Sehr nett. Ja, und ich... Du hast Erde in der Hand. Ich hoffe, das ist... Nicht. Das ist, ja. Darf ich keine Erde in der Hand haben, oder nein, was? Darfst du nicht. Das ist rassistisch. Was auch wieder rassistisch wäre. So, aber schön. Mach die Bude zu. Es wird dunkel. Ich würde sagen, wir gehen hoch. Apropos dunkel und apropos dunkle Kreaturen. Kleinen Moment. Ah! Wo war denn das Obsidian? Hier. Ah ja, das brauchen wir gleich, weil wir wollen eins, in den... 1, 2, 3, 4, achso, ja, fünf, siehst du mal. 6. Nee, ich will jetzt gar nicht für den Nether das Zeug, sondern ich möchte... Die Plates machen, die Pressure Plates. Pressure Plates bauen.
Und zwar mit zwei Obsidian kann man nämlich Pressure Plates bauen. Weißt du noch, wie man sich ein Feuerzeug... Achso, ein Flint, ne? Die werden nämlich nur von uns Spielern ausgelöst und nicht von bösen Kreaturen. Deswegen... Kann meine Ex-Freundin nicht reinkommen. Können wir nämlich auch das hier von außen ansetzen. Ohne Angst haben zu müssen, dass da jemand reinkommt. Was brauche ich denn noch für einen Feuerstein? Gib's doch einfach ein. Mein Freund. Wir haben doch so ein schönes... Ja, wie heißt das denn? Jetzt bin ich doof. Fire Maker. Nein, aber wie heißt das denn? Flint and Steel oder sowas? Oh, einer reicht. Ach doch, ja, hier. Flint and Steel. Und wer hätte es gedacht? Es ist Flint und ein Steel. Wer hätte es gedacht? Ich mach dir auch mal ein Feuerzeug. Wie, du zündest irgendwas an, mein Freund. Nein, dann nein, geht's nein. Hier nein, aber nein. Richtig ab, sag ich dir. Nein, nein. So. Aber ich will das natürlich wieder zurück in die. Ach, Scheiße. Okay. In die Barrels packen, weil ich brauche das ja nicht im Inventar. Das ist das Blöde an den Barrels, dass man tatsächlich nur... Ach nee, Quatsch, man kann ja auch einzeln rausnehmen, ne? Okay, da bin ich einfach nur zu nubig. Was? Hopp. Was, wo bist du? Was? Wo bist du? Oh mein Gott! Kommst du? Ich komme. Schaffen? Lass uns doch eben schon mal das ganze Werkzeug herstellen und die Rüstung und so, weil das... Okay. Das können wir in der Nacht machen. Dann, ich hab's schon mal vorbereitet. Wir wollen ja auch unseren Strauß quasi ein bisschen... Warte mal. Ich muss hier noch was in Elektrokram. Ich baue mir erstmal nur meine Rüstung, so. Weil wir haben ja so viele Diamanten, da haben wir uns gedacht, ey, dann bauen wir uns einfach den ganzen Rotz aus Diamanten. Und ein Schwert wollten wir auch noch machen. Weil, wenn wir in den Nether gehen, dann... Ne? Es könnte sein, dass es nicht reicht. Ich hab so Pi mal Daumen Helm mit... auch nur noch die Hose. Reicht das denn? Ja. Das ist gut. Das reicht ganz genau sogar. Ja, super, dann habe ich das doch. So, dann lege ich den Shit einfach mal an. Yeah, Baby. Flup. Oh mein Gott, ich bin so... Oh, ich bin so hübsch. Ich bin so... Oh, ich bin so hübsch. Und flup. So hübsch! Du siehst aus wie Iron Man. Ich bin... Mit dem... Iron Man. F5. Ja. Dann kommt das hier wieder rein. Sagen. Das ist eine Bronze-Rüstung, cool, ne? So, wollen wir uns auch gleich die Rucksäcke... Ah, ne, das geht ja nicht. Aber die können wir ja schon mal vorher... Meine Fresse, ey. Das ist schon mal... Ich bin schon ganz... Bist ein heißer Typ, wa? Sagst du? Da sagst du was, ey. Was war das, mein Freund? So, aber wir können uns Schwert. Schwert herstellen und... Die Rucksäcke können wir schon mal Vorarbeit leisten. Weil wir brauchen natürlich auch Rucksäcke. Genau. Das ist nicht für die Rucksäcke. Und ich würde sagen, wir stellen uns... Oh shit, einen Sattel her. Rucksäcke ist das rechte unten. Oder was, das Paket, das du mir da hingelegt hast? Mit sehr viel Strings. Das müsste ganz links sein. Achso, ist das linke, ja. Ja. Was kann ich denn da vorbereiten? Kann ich da was vorbereiten? Kannst du. Wir brauchen nämlich ganz viel Silk. Das wird aus 9x Strings gemacht. Ach nee, aber erst im Carpenter, so. Siehst du, dann lass uns das alles unten machen. Dann lass uns, aber wir können uns einen Sattel machen. Wir können uns einen Sattel machen. Ja. Wie mach ich mir denn das einen Sattel? Das ist das mit dem Leder und 3x Eisen. Also 5 Leder, 3x Eisen. Ja. Und du legst quasi das Leder so, wie du deinen Helm legst. Aha. Und dann das Eisen so, dass unten in der Mitte nichts mehr ist. Also nichts ist. Crafted Saddle. Bam. So sieht das aus. So, und dann hast du deine Wolle und deine Truhe. Die müssen auch in deine. Genau, die geben wir dann quasi deinen. Genau, wer nicht weiß, worum es jetzt hier eigentlich gerade geht, wir wollen natürlich unseren Vögeln. Wollen wir. Wollen wir aufsatteln. Genau, die wollen wir aufsatteln. Und darf ich bei dir schlafen heute Nacht? Ja, gut. Ich habe Zimmer gemacht und. Das bin ich. Genau, das, hier wohnt der gute Fresh Friends. Genau, und hier wohnt Basti in dem Horrorzimmer. Genau, das ist meine Uroma. Ich habe die Bilder extra dafür ausgesucht. Na gut, ja. Dann lege ich mich schlafen. Könnt ihr mal sehen, womit der Mann sich so beschäftigt. Oh ja. Oh, ist der groß. Basti, kommst du ins Bett? Meine Fresse, ist der groß. Und so blau. Mm, oh. Mm. Komm, wir müssen ausschlafen. Warum geht das nicht? Da. So. Yippie. So, dann würde ich sagen, runter und... Worunter? Halt. Hier, nee, erstmal zu den Vögeln.
Ich wollte jetzt ganz gerne, genau, meine Shorts mal eben anziehen. Und zwar einmal ein Dattel. Eine Kiste und einmal Wolle-Sattel. So, die Kiste und einmal Kiste. Wolle. Das ist super. Und Wolle. Oh, ich hab die, achso, nee. Ich muss sagen, ich habe die weiße Wolle behalten, aber das stimmt gar nicht. So, und du hast jetzt einen Schlüssel. Mit diesem Schlüssel kannst du deine Kiste aufmachen. Ja. Und nur mit diesem Schlüssel, aber ansonsten... Ja. Ich glaube, ich komme nicht mehr raus. Und das ist ja voll schwierig hierzu. Oh, Hilfe! Man muss immer irgendwo hingucken, um damit er dahin fliegt. Ja. Er fliegt gar nicht richtig, ne? Oh Gott, da ist noch ein schwarzer Wolf. Wie, fliegt nicht? Nee, er fliegt nicht. Er springt halt nur. Ja, ich weiß nicht, ob die Dinger nicht auch irgendwie fliegen können. Wow. Das ist ja mal mega geil. Aber die können zumindest schon mal weiter fliegen. Vorsicht, da ist ein schwarzer Wolf am... Ja. Oh, der vor allem der Ende... Der... Ha, der... Stehst du, wenn du kurz drückst, der läuft immer noch weiter. Ja, fall nicht runter. Nee, komm. Jo. Kann ich denn einfach so... Du blödes Vieh. Oh, tatsächlich, ja. Ich kann vom Strauß aus angreifen. Werde ich wahrscheinlich auch beim Wolf tun müssen. Ha! Hast du ihn getötet? Klar? Ja. Nee, ich habe ihn runtergeschubst. Kommst du klar? Ich versuche gerade krampfhaft hochzukommen. Warum? Ich schaffe es. So. Ach, willst du ihn wieder ins Gehege tun? Aber man ist auf jeden Fall schneller mit dem Ding. Definitiv, also es ist voll cool. Ich find's voll cool. Wir können den doch auch Helme herstellen, oder? Ja, Rüstung. Das machen wir beim nächsten Mal, denke ich. Weil ja, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Hep, hep. Oh, hep. Oh, wo bist du eigentlich? Ich bin gleich wieder da. Oh. Ich pack den mal ins Gehege. Wo oder bist du denn? Na, am Haus. Wie bist du denn da hinten? Warte doch mal. Kann man den nicht... Ich hätte schwören können. Oh. Schön hier bleiben, mein Freund. Ich hätte schwören können und kann auch irgendwie fliegen mit den Dingern. Wie setze ich mich eigentlich ab? So? Shift. Ich komme. Yeah, voll gut. Also ich hab Spaß. Wird super. Super Typ. Und hüpp. Habe ich hier eine Feder aufgesammelt. Hüpp. Flump. Cooler Typ, ey. Ja, das ist echt cool. Shorts. Finde ich so gut. Wenn ich einen Rechtsklick auf den mache? Nee. Wie kann ich denn sein Inventar öffnen? Na, habe ich doch gesagt, mit dem Schlüssel. Ach so. Ach, da mit ist Schlüssel? Schlüssel? Genau. Du hast quasi jetzt einen Schlüssel und dann hat der eben 8 Plätze so oder was? Viel... Nee, es sind schon ein paar mehr. 9 sind es. Ja, 9. Ich weiß nicht, ob man, wenn man ihm eine andere Truhe gibt, ob das irgendwie was bringt, aber bisher glaube, ist das ich hier... Ich glaube nicht. Ich meine, wir wollen unsere Tiere ja auch nicht quälen. Jetzt mal ehrlich. Die... Nicht? Ach, machst du noch die Landmarks? Bitte? Ja. Redstone-Fackeln und das dann tue ich. Lapis Lanzarote drauf. Weiß ich. Ja, das stimmt. Du bist ja hier eigentlich der Landmark-King. Ja. Boah. So, hier wollte ich. 1, 2, 3, 4. Drin. Lapis. Lazuli. Lapis. So, und hier brauchen wir Wasser. Brauchen wir Wasser, definitiv. So. Können wir hier reindrücken. Und, so. Wo drückst du was rein? Ich drücke Wasser in den. Das ist auch ein bisschen pervers, ey. Wassereimer. Ja, ich weiß, deswegen liebst du mich doch. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Doch, doch. So. Und so. So, ich mach den Carpenter gleich voll, ne? Oder wie der heißt, ich weiß es gar nicht. Mach doch, was du willst. Weißt du, okay. mach einfach, was du willst. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Nee, ein Roßhühnchen muss es jetzt nicht sein. Nee, gibt genug Gerne gebraten. Futter. Genug Futter in der Festung. Hep. Hep. Und hep. Dat. Hep. So. Hep. Hep. So, bloß nicht anstellen, das Ding, ne? Denk dran. Nee, den Query nicht. Nicht anstellen, mein Freund. Stell das Ding nicht an, du. Ich stell das Ding jetzt an. Nein, aber wir haben ordentlich Energie, muss ich sagen. Also es wird jetzt erstmal durcharbeiten. 1, 2, 3, 4. Also eigentlich direkt hier davor, oder? 5. Ja, nee, ich muss nur abzählen, weil die da hinten, die muss ich dann ja woanders hinsetzen, als ja, da, wo wir im Wasser. Hast du Erde? Genug ich hab Erde keine Erde. Dann gebe ich dir mal die Hälfte. Victor. Hast du? Nee, die liegt unten. Flump. Ich weiß nicht, ob wir den Quarry erstmal... Ich glaube, wir müssen den Quarry erstmal nochmal abbauen. So.
Flo? Ja, am Ende dann hinsetzen. Hier unten liegt Erde, nimm dir mal die Erde mit. Hopp, er kann ich auch gleich machen. Nein, dann ist die weg. Und du brauchst ja Erde wahrscheinlich für da hinten. Und außerdem brauchst du auch einen Wassereimer, falls da nämlich Strömung ist. Das ist doch kacke. Warte, hier. Warte. Ich brauche keinen Wassereimer. Doch, kriegst du nicht. Fertig. Doch, hast du jetzt ich aber. Nicht. Hast du jetzt aber. Wenn ich dir doch aber sage, ich brauche ihn nicht, jetzt muss ich da hinschwimmen, ey. Ja. Gleich kommen bestimmt die bösen Haie. Die sind wie viel habe ich abgezählt? 5, ne? 5 hast du abgezählt. Da ist ein Delfin. Oh nein, die sind noch schlimmer. Die krabbeln dich an. Sexuell und so weiter. Ich finde das geil. Das glaube ich dir. Rochen, ist ja auch. Rochen. Momentan nur Rochen zu sehen. Ich mache hier auch gleich mal den Weg nach unten zu, ne? Sonst kommt hier Wasser durch und das ist natürlich doof. So. 1, 2, 3, 4, 5. Hüp. Und plup. Ja, zu machen. So. Hüp. Passt das? Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Perfekt. Ja. Der andere Grund, weswegen wir den Quarry jetzt hier unter dem Meer herumbuddeln lassen, ist, dass wir natürlich dann aus Sand bekommen und Clay. Die Dinge lassen natürlich auf sich warten an Land. Ja, das stimmt allerdings. Also Clay haben wir schon ein bisschen, Sand auch, aber das war jetzt echt nur, weil wir hier nochmal so ein bisschen Sand mitgenommen haben. Ja, und im Gegensatz zu den anderen Dingen ist halt verschwindend gering, wobei man schon sagen muss, dass es insgesamt einfach alles viel zu viel ist. Aber hier gibt's ja, es geht ja hier nicht mehr um das klassische Minecraft-Spielen, sondern eben um das, um die ganzen Mods, die dazu kommen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, jetzt mal gucken. Jawoll. Hopp. Plop, plop. Das ist ja jetzt doof. Was? Wie geht denn so ein Carpenter? Irgendwie. Wie, hast du ihn zerstört? Nee. Aber ja, irgendwie einen. will der. Ja, aber irgendwie. Ach, der will wieder nicht laufen. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon. Nee, der will nicht laufen. Der will mir das Ding nicht anzeigen. Warte mal. Adventurer Backpack. Dann brauchen wir hier nämlich. Woven Silk Carpenter. So. Woven Silk. Achso, ohne das Ding. Ah, okay. Wir brauchen das Soldering Iron gar nicht. Mich verarschen? Der zeigt mir jetzt nicht an, dass es Woven Silk gibt. Gut, aber ich schalte einfach mal an. Vielleicht funktioniert es ja trotzdem. Ich habe den Eindruck, als. Wäre das nicht der Fall? Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob hier jetzt. Ach scheiße, Silk wurde jetzt quarried. Nein! Okay, das. Gut, wir stellen uns einfach was anderes her. Hast du denn die Fackeln? Ja, die hatten eigentlich auch sich verbunden, aber eigentlich müsste er jetzt das gelbe Viereck hier schon anzeigen. Das tut er aber nicht. Okay, ich würde einfach mal anschalten und wenn der nämlich hier drüben anfängt, dann schalte ich ihn wieder aus. Dann sofort die Dinger weg. Der zerstört dir sofort die Solaranlagen. Dann baue ich die mal fix ab. Ist ja auch nicht so ein Akt. Alter, wir können uns übrigens. Was ist denn das für ein Agrofisch? Wir können uns übrigens nicht den guten Rucksack herstellen. Ja. Ich habe mich verguckt. Das ist ganz andere Silk, als wir sie haben. Gib mir das! Aber die. Den leichten Rucksack können wir uns herstellen. Immerhin nochmal 15 Plätze sind es, glaube ich. Und meins. So. Ich würde jetzt anstellen und dann gucken wir einfach mal, ja? So. Guck, der baut da drüben. Doch, er baut wunderbar. Alles klar. Genau. Alles gut. Voll cool, wie er über dem Wasser schwebt. Der Kleine. Guck ihn dir an. Süß. So, dann baue ich. Warte mal, aber der baut ja. Nee, eben nicht. Das ist alles richtig. Das hat mich jetzt auch verwirrt. So. Aua. Dann. Aua. Aua. Gift, hä? Aua. Super. Nein. Ich will. So, das bedeutet, das hier hin. Plüm, plüm. Das hier hin. Das hier hin. Und. Plüm, plüm. Plüm, plüm, plüm. Woher habe ich denn auf einmal so viel? Plüm, plüm, plüm.
Plum, plum, ich habe hier noch einen abgebaut. Plum, 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 plum. Der dahin so. Plum, 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 plum. Plum, 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 plum. Oha, der overheatet gerade ein bisschen, weil er zu viel Energie kriegt, aber das pendelt sich dann am Ende ein. Der overheatet? Die Electrical Engine. Ja, der, kann aber bis, der kann bis rot gehen, das ist vollkommen Latte. Ja, aber der schaltet sich dann kurz aus. Ja, gut, soll er. Oh, es wird dunkel. Oh nein, wir müssen nicht schlafen. Ja, und wir können eh nicht... schnell schlafen. Wir können hier eh nicht den guten Rucksack machen, wie gesagt. Dazu braucht man noch irgendwas anderes, was ich... Das ist das Blöde, wenn die Items gleich aussehen. Ja, nee, ja. Die sehen überhaupt nicht gleich aus. Du bist einfach nur blind. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber dann stellen wir uns einfach den anderen Rucksack her und Hopp. Können dann gleich in den Nether. Wenn wir uns Nether. Das Portal gebaut haben, haben wir überhaupt schon gesagt, dass wir in den Nether wollen? Wir wollen in den Nether. Wir wollen in den Nether. Denn wir brauchen viele Dinge aus dem Nether. Unter anderem... Glowstone. Und wir wollen natürlich dann, hat uns auch schon der ein oder andere unter die Videos geschrieben, wir möchten natürlich dann die Energiequelle, also die Lava als Energiequelle aus dem Nether nutzen. Oh ja. Das ist wohl die effizienteste, machen wir natürlich dann auch irgendwie, wie, aber wir wollen eben in diesem Feed the Beast Let's Play, möchten wir im Gegensatz zu anderen Let's Plays alles zeigen, was diese Mods herhalten. Und dazu gehören eben auch Wassermühlen, Windmühlen, Solaranlagen und der ganze Rotz. Und der ganze Quatsch.